Bremen-Huchting. Natascha kommt gerade mit ihren Kindern Nala, Tyler und Benisha aus der Schwimmhalle. Ihr Sohn hatte seine Seepferdchenprüfung. Bestanden oder nicht? Alle da, komm, mein Kind. Tyler sieht nicht gerade glücklich aus. Nein, hat er nicht. Er hat Angst gehabt zu springen. Gar kein Problem. Aber er hat mega Fortschritte gemacht, hat sie gesagt. Aber ganz große. Er hat einfach Angst vor diesem ins Tiefe springen. Er ist ein bisschen traurig, aber es ist nicht so schlimm, weil er hat gerade selber gehört, dass es nicht das Ende ist und dass er echt wirklich riesengroße Fortschritte gemacht hat. Er ist auch allein in der Bahn geschwommen. Er wollte einfach nur nicht springen. Das war's. Aber es ist nicht so schlimm. Das lernen wir. Wir gehen in die Schwimmhalle und dann gehe ich mit ihm springen. Jetzt wollen die Kinder nur noch nach Hause. Ja, wir gehen jetzt los. Ich weiß, es ist nass und kalt. Wir wollen los. So, dann kommt. Sobald sich Tyler den Sprung vom Beckenrand traut, kann er die Seepferdchenprüfung nachholen. In Gelsenkirchen-Bulmke-Höhlen hat sich in der Frauen-WG von Oma Petra weiterer Besuch angekündigt. Von einer Behörde, die Teenie-Mutter Lisa ziemlich nervös macht. Das ist alles frisch. Das ist frisch? Ja, alles. Der aber nicht. Doch, doch, der ist frisch. Wir räumen halt hier jetzt auf, weil in 2 Tagen kommt das Jugendamt. Also eine vom Jugendamt kommt, die kenne ich zwar schon, aber ich habe halt ein bisschen Schiss davor. Deswegen müssen wir aufräumen, gut durchlüften und dann auch gucken, dass die Kleine frisch halt angezogen ist und alles, dass alles perfekt ist sozusagen, dass sie nicht meckern kann. Das Jugendamt steht jungen, alleinerziehenden Müttern unterstützend zur Seite. Die 18-Jährige ist dennoch verunsichert. Ich weiß nicht genau, warum sie kommt, aber in der E-Mail stand Hausbesuch. Ich bekomme eine ambulante Familienhilfe reingesetzt. Ich glaube, sie möchte darüber sprechen und halt gucken auch, wie es mir geht und wie es der Kleinen geht, nach der Geburt halt alles. Aber ich habe trotzdem Angst. Ich habe trotzdem richtig Angst vor dem Termin. Angst brauchst du jetzt keine haben. Sie kommt jetzt nur, um zu gucken, wie es der Kleine geht. Wie die ernährt ist, ob die Nahrung hat, ob die Pampers hat. Und bis sie sich entwickelt. Die Familienhelferin dauert. Wann sie kommt, wissen wir noch nicht. Da kriegen wir noch drüber Bescheid. Für die Anträge, die ich machen muss, dafür kommt die. Nicht für die Erziehung der Kleinen, das mache ich ganz alleine. Lisas Baby Priya ist erst einige Tage auf der Welt. Ich bin beunruhigt und ich bleibe auch beunruhigt, bis es vorbei ist. Bis ich mir sicher bin, dass das wirklich nichts Böses ist, was da passiert. Ich muss ja selber auch gucken, worüber redet sie mit mir, ist alles gut. Und wenn am Ende alles gut verlaufen ist, dann bin ich schon beruhigt. Es ist immer so ein bisschen Unruhe, das ist ganz normal. Wenn das Jugendamt dann kommt, dann kriegt man natürlich ein bisschen Angst, weil ich habe generell Angst vor dem Jugendamt, hatte ich schon immer. Der obdachlose Stefan ist gestern erst am Weserufer angekommen und baut nun schon wieder sein Zelt ab. Grund dafür ist der Gesundheitszustand von Hund Socke. Hör auf, Erde zu fressen, du siehst aus wie ein Dreckspatz. Wieder was dazugelernt. So ein Kopfkissen darfst du niemals zum Zelten benutzen. Pitch nass, Decke furztrocken. Ist echt nass. Wird später weggeschmissen. Bis es Socke wieder besser geht, werden die beiden ganz in der Nähe bei einem Kumpel unterkommen. Solange mein Kollege jetzt noch da ist, darf ich auch erstmal bei Ihnen dann noch pennen? Er fährt irgendwann mal ja wieder arbeiten. Oder irgendwas in der Richtung, keine Ahnung. Und ich denke mal so 2 Wochen ungefähr noch. Darf ich 1, 2 Wochen, kann ich dann bei Ihnen noch bleiben. Bis dahin wird das auch mit dem Wetter wieder besser. Und ich hoffe auch dann mit Ihnen dann. Ne? Aber wenn er sobald er gesund ist, bin ich auch wieder hier. Stefan hat sich schließlich freiwillig für die Obdachlosigkeit entschieden. Jo, paar Untermieter. Oh, hattet sie es warm? Oh, krass. Manche Schnecken kommen hin, so jetzt wie bei dir, die mögen das Material ohne Ende. Und manche Nacktschnecken, die mögen dann halt dieses andere Material drauf. Und dann wirst du morgens wach und dann hast du alles voll mit Nacktschnecken. Und wenn du sie nicht runter machst, kriegst du irgendwann mal so richtige Löcher rein ins Zelt. Das ist krass. So. Und die ist ja süß. Ja. Bist ja noch ganz klein. Na komm, ich setz dich ab. Komm her. Ja.
Das Zelt hat Stefan schon treue Dienste erwiesen. Vor 4 Jahren schlief der gelernte Garten- und Landschaftsbauer für einige Zeit darin, während er in Dortmund eine Wohnung suchte. Damals noch ohne Socke. Der Mischlingsrüde ist mittlerweile seit 3 Jahren an seiner Seite und für den 42-Jährigen nicht mehr wegzudenken. Hast du jetzt das versteckt? Hol mal dein Schweineohr her. Wenn ich so in einer Woche oder 2 Wochen hier wieder vorbeigehe, der holt sich das dann wieder raus, wenn er Hunger hat. Ne? Also der weiß ganz genau, wo das ist. Das andere Schweineohr, was er mal da hinten versteckt hat, hat er auch rausgeholt, hat er sich wieder gefressen. Ich und Nicole, wir gucken, hä, was macht der denn? Und dann ich so, ach, das ist ein Schweineohr. Halunke, du. Stefan war hier früher öfter mit seiner Ex-Freundin Nicole und Socke spazieren. Boah, krass, Handy. Ja, Hammer, ne? Für einen Augenblick wie diesen hat er sich das Weserufer als Schlafplatz ausgesucht. Davon muss der Langzeitarbeitslose aber notgedrungen erst mal Abschied nehmen. So, mein Digga, sag Tschüss. Und dann kommen wir gleich wieder. Bald wieder, ne? Scheiße, Alter, es kotzt mich an. Bremerhaven-Lehe. Für die Punks sind es nur noch wenige Handgriffe, bis für ihre Abreise nach Berlin alles verstaut ist. Paddy, Freundin Lausi und Kumpel Asterix, liebevoll Opa genannt, sind zukünftig obdachlos. Aber immerhin mit Auto und Anhänger. Lass uns das noch in den Kofferraum räumen und dann sind wir startklar. Mein Schatz. Die beiden Hunde Motte und Pinsel nehmen sie natürlich auch mit. Die Zeit des Abschieds von Bremerhaven ist nun endgültig gekommen. Motti, komm, Leckerli. Komm rein. Los, wir fahren jetzt nach Berlin. Jetzt geht's los. Abflug. Bist du soweit? Ja. Oder möchtest du hierbleiben? Ja, ich will hierbleiben. Na dann. Hier ist schön, hier ist Sonne. Was will ich in Berlin, wenn's regnet? Nein, hier ist schön. Aber ja, wir müssen... Irgendwann hat alles irgendwo sein Ende. Und leider Gottes hat das jetzt so unser Ende gefunden hier. Ich bin eigentlich wirklich traurig, dass ich hier weg muss, weil ein besseres Objekt, wo wir mit den Hunden sein können, wo wir machen tun, wo, was wir wollen, wo wir kreativ sein können, hätten wir eigentlich gar nicht kriegen können. Hätte einfach nur der Vermieter dieses scheiß dumme Dach renoviert, ne? Dann hätten wir hier bleiben können. Dann hätten wir, wäre ich hier alt geworden. Es wäre mir egal gewesen. Lausi blickt auf 3 bewegende Jahre in Bremerhaven zurück. Hier hat sie mit Paddy Höhen und Tiefen erlebt und neue Freunde gefunden. Auch wenn viele Freundschaften nicht lange hielten, zählen sie heute zu den schönen Erinnerungen. Wir haben viel über Bremerhaven gewettert und dass hier nichts los ist, dass wir keine Arbeit finden. Aber irgendwo jetzt, wo es wirklich hart auf hart kommt, macht es mich doch echt traurig, weil hier gibt es auch so viele tolle Menschen. Die Menschen hier, das ist, kannst du gar nicht vergleichen. Ich glaube, Armut schweißt zusammen. Und das ist das Ding. Die Armen helfen meistens mehr als irgendwelche Reichen. Und ja, wenn du hier Hilfe brauchst, dann bekommst du sie. Egal von wem. Und uns braucht keiner kennen. Und sie kommen trotzdem auf uns zu und versuchen uns zu helfen und fragen, wie sie uns helfen können. Und das ist wirklich das Wichtige. Und das sollte man auch nie vergessen. Und das vergisst man aber viel zu oft in den Großstädten. Ja. Es war eine schöne Zeit hier, ne? Die Erinnerungen nehme ich mit. Und gucke jetzt einfach nur nach vorne. Erstmal Berlin, erstmal ankommen, dort erstmal gucken, neue Leute kennenlernen, vielleicht die alten Leute mal wieder treffen. Erstmal im Sommer ein bisschen draußen bleiben. Und dann mal sehen, ne? Paddy, Lausi und Asterix, a.k.a. Opa, steht ein neuer Lebensabschnitt bevor. Werden sie der Obdachlosigkeit in Berlin gewachsen sein und diesmal ihr Glück finden? Hello.
Gelsenkirchen-Bohlen-Gehüllen. Während Oma Petra ein paar Besorgungen macht, ist Michelle gerade von der Berufsschule zurückgekommen. Die 16-Jährige ist hungrig und ziemlich geschafft. Kevin? Ja? Kannst du mal kommen? Ja, ich bin unterwegs. Könntest du mir ein bisschen Dönerfleisch zu meinen Nudeln machen? Ja, kann ich machen. Kevin ist seit 12 Jahren ein guter Freund der Familie und hilft zurzeit im Haushalt. Im Gegenzug unterstützt ihn Petra, weil er knapp bei Kasse ist. Jetzt sag mir mal eben, wie viel du haben willst. Sag einfach mal Stopp. Reicht. Ich sag's mal so, bei ihr ist das Problem, sie hat sich damals mit Fett verbrannt und hat deshalb so ein bisschen Angst davor, tiefgefrorene Sachen direkt in die Pfanne zu tun, weil das dann anfängt zu spritzen, wenn man Fett erwärmt.